Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar geht es heute um den neuen Loading-Screen. Und den gucken wir uns erstmal jetzt so gemeinsam an. Deswegen join ich einmal auf meinen Server. Beziehungsweise müssen wir nochmal ganz kurz restarten hier. Ja, so sieht das Ganze dann noch aus. So, wir haben hier auf jeden Fall noch Discord, Instagram und so weiter und so fort. Und Musik im Hintergrund. Und können halt hier noch weiter rumklicken und alles natürlich noch gleich anpassen. Das werde ich dann gleich nochmal zeigen. Oben hätten wir noch machen können, dass wir die Musik stummen können. Aber es war extrem laut. Ja, gut. Loggen wir uns mal ganz kurz ein. Und zack, wieder raus. So, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Einfach herunterladen und entpacken. Dann haben wir diesen Ordner mit minus main so dahinter. Wir können das Ganze nochmal machen. Hier einfach entpacken, ja. Main und minus Main muss natürlich auch erstmal weg. So, dann können wir uns hier schon mal den Ordnernamen kopieren und gehen dann anschließend in FileZilla rein und gehen in den Resource Ordner, ziehen diesen Ordner in den Resource Ordner und gehen dann zurück und müssen das Ganze noch starten in der Server CFG, einfach hier öffnen und dann einfach mit Start oder in Search und dann Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen hier einfügen. Jetzt müssen wir noch speichern und den Server neu starten. Dann haben wir das Ganze schon installiert und ja, wir haben auch einen neuen Loading Screen. Gut, gucken wir uns mal die Dateien etwas so genauer an. Hier haben wir den Index und hier findet eigentlich auch fast alles statt. Alles schwarz markierte könnt ihr euch natürlich übersetzen oder neu schreiben, je nachdem. Und ja, genau, das war das zum Übersetzen. Dann haben wir auf jeden Fall noch hier Media, hier haben wir dann auch den Song drin. Wenn ihr die Musik austauscht, dann könnt ihr das Ganze in MP3 Format auch machen. Dazu einfach den Song dann wieder Song nennen und dann wird auch der neue Song abgespielt. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar Fotos drin. So, hier haben wir nochmal eine Config, die mal öffnen. Wird uns noch mehr angezeigt und zwar können wir hier noch die Server-IP mit abgeben. Dann können wir hier noch was umschreiben und hier natürlich auch nochmal übersetzen komplett. Dann haben wir hier noch den Link. Ja, wenn wir da draufklicken auf den Loading-Screen, also auf dieses Discord, so Gedöns, dann joinen wir auch automatisch. Genau. Und so können wir das natürlich mit jedem machen. Hier haben wir nochmal. Hier können wir nochmal Bilder hochladen. Das sieht wie folgt aus. Und wenn wir drauf gehen, können wir das hier so sehen. So sieht das Ganze dann auch aus. Ja, das können wir auch noch mit austauschen. Und hier können wir natürlich auch noch was übersetzen, wenn wir es natürlich wollen. Ja? Und hier wird nochmal der Song angegeben. Und hier können wir das Ganze dann auch komplett anders nennen und müssen aber den Song dann auch so genauso nennen, wie, ne, wie es hier steht. Dann. Gut. Ja, mehr ist das auch nicht, was ihr ändern müsst. Gut, Leute. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao.